diesem 28. Spieltag freuen können. Unter anderem auch die Bayern zu Gast beim 1. FC Heidenheim und zwei direkte Duelle um den Klassenerhalt. Mainz gegen Darmstadt und Köln gegen den VfL Bochum. Damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Sportschau am Samstag. Schön, dass Sie dabei sind. Und natürlich haben wir auch die zweite und die dritte Liga als Thema, genauso wie die Premier League. Da läuft ja ein richtig spannendes Meisterschaftsrennen. Manchester City ist heute zu Gast bei Crystal Palace. Aber wir starten mit einem Spitzenduell in der dritten Liga. Denn für Tabellenführer Jahn Regensburg geht's zur Mannschaft der Stunde. Und das ist Preußen Münster. Seit 12 Spielen ungeschlagen. Die letzten 7 Partien allesamt gewonnen. Das sind alles neue Vereinsrekorde. Und ganz nebenbei können sie auch noch den Durchmarsch schaffen. Es wäre. Und heute haben die Gastgeber zumindest mal für eine Nacht, Stefan Hensel, auch die Chance auf die Tabellenspitze. Ja, und erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte verlieren die Bayern ein Spiel gegen einen Aufsteiger, in dem sie 2:0 geführt haben. Ja, und am Dienstag geht es ja wie gesagt weiter in der Champions League gegen den FC Arsenal in London. Und das Spiel können Sie auch live mitverfolgen im Audio-Livestream in der Sportschau-App. Anpfiff ist um 21 Uhr. Und hier bei uns geht es jetzt weiter mit dem Spitzenreiter, mit Bayer 04 Leverkusen. Und ein Titel kann dieser Mannschaft keiner mehr nehmen. Sie sind nämlich jetzt schon Last-Minute-Meister. 7 Punkte haben sie sich nämlich schon in der Nachspielzeit gesichert, wie zum Beispiel Leverkusener belohnen sich für ihren langen Atem. Heute geht es zur Union Berlin und so langsam, naja, was heißt so langsam? Die Fans werden runterzählen, denn es braucht ja nach der Niederlage der Bayern nur noch 2 Siege, um aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden, Stefanie Bartschik. Und ein weiteres Top-Duell findet übrigens gerade in Dortmund statt. Der VfB Stuttgart ist zu Gast. Tore haben sie noch keine verpasst, aber sie können jetzt quasi reintunen, wenn sie wollen, mit dem Audio-Livestream in der Sportschau-App. Und wir sehen uns dann, wenn sie wollen. Ah, ich höre gerade 1:0 für den VfB Stuttgart. Ja, aber mal gucken, was da noch passiert. Spiel läuft ja noch ein bisschen. Und jetzt aber, wir sehen uns morgen, wenn sie wollen, um 19.15 Uhr in der Sportschau am Sonntag. Dann mit der zweiten Liga und dem Meisterschaftsrennen in der Premier League. Manchester City und Arsenal haben ja heute gespielt. Morgen dann der FC Liverpool zu Gast bei Manchester United und der Klassiker im Radrennsport Paris-Roubaix. Ich freue mich auf Sie und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Abend. Alles Gute.